Hallo Leute, einen herzlichen guten Abend. Woche 12 im Item Enemy und Boss Randomizer von Elden Ring. Heute geht's ins Haus Vulkan, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf, weil es einfach ein toller Legacy Dungeon ist. Ja, schon 3 Monate. Meine Güte, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Wir haben seit der letzten Woche dieses schöne, wunderschöne Werkzeug. Die Hellebarde ist schon lang Geschichte. Jetzt ging meine Flamberge in den Ruhestand. Weiter geht's mit diesem fetten Pizzacutter. Mir haben ein paar Leute geschrieben auf YouTube, dass ich irgendwann mal tatsächlich schon den Bluthund-Reißzahn eingesammelt habe. Habe ich das Ding eingesammelt und habe es nicht bemerkt? Mea culpa. Gucken wir doch gleich mal. Das wäre ja echt wahnsinnig lustig. Also jetzt hier mit großem, gutem Gewissen schauen wir mal durch die Schwerter. Also hier sehe ich ihn nicht. Da ist er. Aber ich habe bei allem geschworen und versprochen, dass ich meine aller Lieblingswaffe, den Bluthund-Reißzahn, in diesem Run nicht verwenden werde. Deswegen passiert jetzt hier was. Ich schmeiß das Ding weg. So. Ihr seid jetzt alle Zeuge. Es darf auch gerne mal jemand klippen. Daniel wirft seinen heißgeliebten Bluthund-Reißzahn weg. Weg ist er. Haha, okay. Ab ins Haus Vulkan. wir haben da Gott sei Dank schon beide Eingänge im Grunde freigeschaltet. Das heißt, ich kann mich direkt zu Lady Tarnith rein teleportieren. Absolution, dankeschön. Drei Twitch-Babys, später arbeiten wir an Nummer 4. Yay. Auf einen schönen Abend. 28 Monate. Arbeit an Nummer 4. Vielen, vielen Dank. Elino habe ich auch gesehen. Vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Und Goxbier. Dankeschön für die 1000 Bits. Grüße wünscht dir Chaos Zuna. Twitch. 100 Bits to Skoxbar unterstrich S-Cheer. Bonus Bits unlocked. We added 50 more Bits. Twitch hat noch einen draufgelegt. Das ist ja krass. Navi, dankeschön. Wir kommen. Für dein Abo. Dann, Lady Tarnith sieht heute ein bisschen anders aus. Komischerweise ihr Bodyguard nicht. Aber sie ist anders gekleidet. Das ist echt interessant. Getränkeumfrage. Ich bin heute mal wieder klassisch unterwegs hier mit einem Aperol Spritz. Liebe Grüße aus den 90ern. Wir gehen gleich mal ins Obergeschoss. Dort ist ja nämlich der Invader, von dem man normalerweise Memory Stone, ja diesen Pizzacutter bekommt, der hier gerade schön ins Bild ragt. Ja, ich habe aber keinen Key bekommen. Oppenheimer ist immer noch nicht da, deswegen habe ich Mitte der Woche bei Mediamarkt angerufen und die Bestellung storniert. Ich gucke mal, dass ich am Wochenende irgendwie mal in den Saturnmarkt um die Ecke komme und dort gucken kann, ob der da im Regal steht. Aber ich habe ihn nach wie vor nicht gucken können. Und nein, Barbie habe ich auch noch nicht angeguckt. Gleich mal die Frage zu Beginn geklärt. Bereits ein Wake 2 angefangen. Ich habe es schon durchgespielt und bin absolut begeistert. Das ist mein Top 3 Game of the Year. Also auf Platz 3, meine ich. Hey, Lady Maria, hi. Spring nicht zurück. Die Remastered von Titanic. Oh, das wäre natürlich spannend. Ah, jetzt komm. Ha! Izanagi hat 20 Abos verschenkt. Bist du des Wahnsinns? Vielen, vielen, vielen lieben Dank. God's Genoble Bracelets haben wir bekommen. Goldene Rune 1. Oh, wow.
Ja, wie kommen wir jetzt in den Gemeinschaftsraum? Zuerst einmal gehe ich sowieso vor die Tür, weil da ist noch dieser... Das ist die Abkürzung von ganz unten, genau. Dieser Riese steht da ja normalerweise und eventuell ist das jetzt einfach ein etwas leichterer Gegner. Ich krieg einfach mal so einen Zombosmithing Stone 7 geschenkt, okay. Steel Dust, auch dir. Dankeschön für dein Abo. Danke, danke. Oh. Wieso rennt der? Hey, wieso? Wo rennt die? Habe ich bei Lords die Weihnachtsdeko entdeckt? Nee, ich habe jetzt die Woche gar nicht mehr gespielt. Weil ich es nicht hinbekommen habe, zeitlich. Da gibt's was umsonst, ja. So sieht's aus. Wie viele Gebiete fehlen denn noch in dem Run? Also im Grunde haben wir wahrscheinlich noch nicht mal, also wir eigentlich noch nicht mal die Hälfte. Da fehlt noch einiges. Also, wenn man bedenkt hier, ganz da oben, Mount Gelmir ist hier oben noch. Dann fehlt die komplette Hauptstadt Leyndell und dann der gesamte Norden der Spielwelt. Der Berggipfel der Riesen, das verschneite Schneefeld, der Harlekbaum. Da unten in den Wolken Farum Azula. Malenia hatten wir noch nicht, nein. Der Saturn in München, Neuhauser Straße, hat Oppenheimer als einziger noch vorrätig. Ich wollte eigentlich im Olympia-Einkaufszentrum gucken, weil das von uns aus am nächsten ist. Es kann nicht so schwer sein, diesen Film zu bekommen. Wagner, Dankeschön für dein Abo. 35 Monate. Vielen Dank. Der Killer auf Netflix noch nicht geguckt, steht aber ganz weit oben auf meiner Liste, weil ich ein David Fincher-Fan bin. Und Michael Fassbender kann ich eh mal gucken. Hey, geh weg. Komm, Käfer. Dann dauert es wohl noch eine Weile, bis dieses Stream-Projekt um ist. Nein, denn am Ende dieser Folge, das kann ich jetzt am Anfang dieser Folge schon mal ankündigen und am Ende dieser Folge ist, dass ich im Grunde pünktlich zum Jahresbeginn dann euch zur Wahl stellen werde durch eine Umfrage auf YouTube, ob wir den Run fortführen oder mit dem Lore Run von Dark Souls 3 starten. Das überlasse ich dann euch. Wow, das ist eine Riesenrunde, die der da dreht, ne? Freue mich schon auf Rebel Moon. Oh, auf jeden Fall. Also, das ist so meine Tasse Film. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich habe nächste Woche Urlaub, deswegen habe ich da bestimmt ein bisschen Zeit, was wegzugucken. Kann ich dir entlocken, wie du Laxasia findest? Ich sage nur ein Wort. Fantastisch. Dragon's Dogma, was für mich? Dragon's Dogma, wir haben mal angefangen zu spielen. Bei mir ist da irgendwie Faithful, Canvas Talisman und Glass Shard. Der Funke nicht ganz übergesprungen. Jetzt habe ich dann im März oder so kommt der Teil 2, ne? Da habe ich dann das Gameplay gesehen und fand das faszinierend irgendwie. Also eventuell kriegt mich dann der zweite Teil. Kann sein. Die Rockstar ist noch nicht mal mit den Kommentaren zum Bloodborne-Lore-Run. Da bin ich übrigens, ich bin echt begeistert, mit welcher Hingabe und Detailverliebtheit du da kommentierst und deine Gedanken rund um die Lore von Bloodborne uns mit uns allen teilst. Also vielen, vielen Dank dafür. Dr. Francis, guten Abend.
Okay, ist der Raum mit der Illusory Wall, die uns sowieso in die ganzen Unterbereiche des Haus Vulkans führt, ist der verschlossen, die Tür oder der Raum? Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre... Oh, da kommt man auch nicht mehr zurück. Du kannst natürlich Raya Lucaria dahin. Wo und wie? Die Entführungsroute. Ich bin schon... Achso, meint ihr, man kann nochmal sterben? Ich bin ja einmal, bin ich da ja schon runtergefallen und gestorben. Weiß nicht, ob das zweimal klappt. Können wir versuchen. Ich muss aber erstmal kurz meine Runen loswerden. Bevor wir uns da in die Tiefe stürzen. Da lang geht's. Oh. Schau ich mal bei Jack Fromsoft rein. Habe ich mal kurz reingeguckt tatsächlich, ja. Als ich zum ersten Mal von seiner Existenz erfahren habe, habe ich mir mal so vereinzelt Videos angeguckt. Mehr aber auch leider nicht tatsächlich. Oh, springen. Bye. Absolution, weil ich den Schlüssel nicht habe, um in den Raum zu kommen. Lady Tanith hat mir einen Speicherstein gegeben, statt dem Schlüssel. Aber wir können hier runter. Das ist möglich. Weil die Lava in diesem Spiel ist ja jetzt nicht wirklich bemerkenswert. Und hier kann man... Hast du Napoleon geschaut? Nein, habe ich noch nicht geguckt, aber da ich auch ein Ridley Scott-Fan bin, obwohl die Qualität seiner Filme bisweilen extrem stark schwankt, will ich den Film unbedingt sehen, weil ich solche Filme mag, weil ich solche Filme von Ridley Scott mag, weil er das einfach kann und vor allen Dingen, weil ich Joaquin Phoenix unfassbar schätze als Schauspieler. Insofern kommen da einige Dinge zusammen, die mich interessieren. Gibt es im Haus Vulkan nicht die Illusory Wall zum Bossgebiet? Also es gibt die Illusory Wall in einem der Nebenräume des Gemeinschaftsraumes, die überhaupt den gesamten inneren Dorfbereich eröffnet. Aber ich habe den Schlüssel nicht. Ich habe den Dune-Trailer gesehen, ja. Oh. Das wird genial. Okay, dann erstmal der Mini... Ach, wobei, erstmal den Aufzug. Wobei, da müssen wir nachher eh hin. Gucken wir erstmal, wer nach dem, oder anstelle des Magma-Lindwurms hier für Ärger sorgt. Somber Smithing 6. Und wo ist der Boss? Ist das die Schnecke? Das war der Boss. Golden Seed. Statt Magma Link Bündwurm eine Schnecke. Sehr schön. Somber Smithing 7. Reach of Prime habe ich nie geschaut. Könnte eventuell eine Serie für mich sein. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Vielleicht gucke ich mal rein. Ist jetzt die zweite Staffel, glaube ich, gestartet. Fairer Tausch? Ja, finde ich auch. Hey! Das ist doch nicht so, weil du jetzt eh allein bist.
Okay, was haben wir hier alles? Ich muss jetzt ein bisschen Backtracking betreiben, weil, ja, so ohne Schlüssel müssen wir das Ganze hier rückwärts aufziehen. Sergeant, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, dass du so viele Serien und Filme angucken kannst. Die habe ich gar nicht. Nee, das habe ich nicht geguckt, tatsächlich. Moment. Avatar habe ich nicht vorzuspielen, obwohl ich die Marke und den Film, ich muss sagen, den Film mag, weil ich den zweiten Teil noch gar nicht geguckt habe. Der liegt als 4K hier auf dem Regal und will noch geschaut werden. Ich bin kein Fan mehr von Open-World-Spielen und schon gar nicht ein Fan von Ubisoft-Open-World-Spielen. Und da kommt halt beides zusammen. Und deswegen, auch wenn es offenkundig eine schöne, vor allen Dingen technisch tolle Open-World ist, nö, ich habe zu viele andere Spiele, die mich dann da mehr interessieren. Ah. Wow. Das passiert mit einem Randomizer. Ein bisschen instabil. Muss man neu starten. Erst nach oben die Brücke aktivieren. Ich muss eh nach oben. Weil da geht's dann nachher ins Dorf überhaupt erst. Das ist dann mein nächster Weg. Wunderbar. Wenn es keine 1000 Fragezeichen gibt, ist es schon mal ein richtiger Weg in die richtige Richtung, was die Open World von Ubisoft-Spielen angeht. Aber wie gesagt, nach wie vor dieses... Mich hat es ein bisschen verloren, dass ich in so eine Welt entlassen werde, wo es an allen Ecken und Enden irgendwie so kleinere Herausforderungen gibt, die dann auf Dauer in der Regel ein kleines bisschen generisch sind. Elden Ring hat einfach gezeigt, wie Open Worlds funktionieren können. Handgebaut. Wenig, wo man sagt, es ist Copy-Paste. Viele große Momente. Abwechslungsreich. Fordernd. Sollt ihr von Jack FromSoft ausrichten, dass er sich sehr freuen würde, wenn ihr was zusammen machen würdet? Ja, das haben wir schon per Mail geklärt. Und da werden wir bestimmt mal was finden. Gibt's im Hintergrund wieder Excel Game? Genau, es hat nach der Epic Conclusion der Trilogie hat es tatsächlich nochmal eine überraschende Fortsetzung gegeben, Teil 4. Jawohl. Cyberpunk? Nein. Das ist auch sowas. Cyberpunk, da hab ich gemerkt, tatsächlich, ich habe keine Lust mehr auf Open-World-Spiele. Ich habe es nämlich gespielt, 2 Stunden lang. Ich fand den ganzen Auftakt ziemlich cool. Und dann hat mich das Spiel in seine tatsächlich toll aussehende Open-World entlassen. Ich gucke auf die Karte und sehe nur noch Aufgaben, Herausforderungen, Collectibles, Sachen hier, Sachen da. Ich habe gedacht, ich spinne. Also das war einfach nur way too much. Und dann habe ich es refunded. Ich habe gesagt, nee, also... es ist nicht mehr mein Genre. Elden Ring sehr düster. Es ist halt sehr... From Software ist jetzt nicht, sagen wir mal, düster. From Software ist eher... pessimistisch. Das sind ja Welten, die Jahrtausende alt sind und schon längst zerstört. Und deswegen halt ein bisschen... Ja, nicht so positiv halt einfach, aber ich würde jetzt nicht sagen düster oder Horror. Bloodborne ist da am ehesten noch ein Horror-Setting. Durch dieses H.P. Lovecraft, durch dieses viktorianische... Das ist aber gar nicht so schlimm. Einfach ignorieren und die Story machen und die Nebenmission. Das kann ich aber nicht. Ich bin ein Completionist-Typ. Wenn ich solche Sachen sehe auf der Karte, dann will ich die auch machen. Oder muss die machen. Da schreit mein innerer Monk. Und das schießt mir dann immer quer. Dann lieber Straightforward-Spiele. Zum Beispiel. Also sowas wie die beiden God of War-Spiele, die da so eine Pseudo-Open-World hatten.
oder in dem Fall eher mehrere größere Gebiete, die haben den richtigen Entdeckerdrang in mir geweckt, ohne mich zu überfordern mit, dass es an allen Ecken und Enden in Arbeit ausgeartet ist, dass ich alles gemacht habe. 10 Monate together. Together. Akamalu, vielen, vielen Dank. Wow. Ich muss ja sagen, der Pizzacutter ist einfach godlike. Ich überlege gerade, aber ich glaube, noch da hinten ums Eck, glaube ich, eventuell. Erbsensaft! Auch von dir, Dankeschön. Oh, das dritte. Einen wunderschönen guten Abend. Das dritte Twitch-Baby bei dir. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist da hinten? Da, ich laufe immer hin, aber da ist nichts, ne? Ist immer das Gleiche. Oder, nee, genau, da ist diese Sackgasse, die ewig große hier hinten. Und da liegt einfach gar nichts. Das ist die absolute bodenloseste Frechheit aller bodenlosen Frechheiten. So, also hier ist doch dann, hier ist doch ein Ort der Gnade, ne? Weil dann kann ich jetzt tatsächlich zur Brücke hoch und dann in der normalen Reihenfolge oder... Ah! Okay, oh, da ist ja noch was. Roland! Roland Daus G. 30 Euro donated. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Womit habe ich denn das verdient? Dankeschön. Grace Mimic. Monk habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir nur den Gag geklaut. Jetzt müssen wir sowieso da hoch. Also wenn die Tür von der Seite versperrt ist, dass From Software daran gedacht hat, überrascht mich jetzt. Aber da müssen wir jetzt tatsächlich oben die Brücke runterlassen und dann den normalen Weg gehen. Ist noch blöd, dass durch den fehlenden Gemeinschaftsschlüsselraum mir die ganzen NPC-Gespräche verwehrt bleiben, die ja auch gerade hier dann diese Assassinen-Quest startet, einen Haufen Items ermöglicht. Hm. Du bist ein besserer Ersatz als der, der normalerweise steht. Ich muss dir danken, ich habe durch deinen Profi-Guide seinerzeit den Zugang zu Dark Souls und Elden Ring gefunden. Yo! Yay, das freut mich. Ach Gott, ich habe ganz vergessen, da kommt ja jetzt gleich ein Boss. Der erste Godskin. Sehr schön. Okay, aber jetzt machen wir erstmal die Brücke. Und? Grundgütiger. Werden wir heute den legendären Smithing Stone 3 finden? Izanagi, gute Frage, aber ich brauche ihn eigentlich nicht mehr. Weil die Flamberge, die haben wir jetzt in Ruhestand geschickt, weil wir quasi auf den Pizzacutter umgestiegen sind. Den habe ich jetzt maximiert, der ist auf Level 10. Ich denke, damit können wir tendenziell bis zum Endgame durch. Weil das Ding macht schon gut Aua. Wirst du zu Grime 2, wenn es rausgekommen ist, eine Videoreihe machen? Haben die was angekündigt? Wäre mir neu, dass die Entwickler an einem zweiten Teil arbeiten, also so ganz offiziell. Ist das so? Wenn dem so wäre,
spreche definitiv nichts dagegen. Also, weil die Qualität des ersten Teils war ja schon Zucker. Was sage ich zu dem The Day Before Scam und Skandal? Ja, das ist wirklich halt ein Skandal. Also, sowas habe ich. Sowas ist selten in der Spielebranche, in dieser Qualität, wenn man es so nennen darf. Also, die Spieler, die Presse, also wirklich mehrere Jahre so dermaßen an der Nase herumzuführen und aus Unreal Engine Assets da ein Spiel zusammenzuwürfeln und ständig zu sagen, dass es ein ganz anderes Spiel ist, das es letztlich dann war, dann eine Woche nach Release das Studio dicht zu machen, das Spiel einzustellen, das Geld zu behalten von den Spielern und sich danach unter neuem Entwicklernamen wieder frisch aufzustellen. Also das ist alles an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Oh. Shit. An Dreistigkeit nicht zu überbieten. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Also es ist ein schönes Wort, um das zusammenzufassen. Ich gehe jetzt erstmal die Straße entlang und oh Gott. Ausschalten, schnell. Jawohl. Wer schoss? Da. Crimson Amber Medallion 2. Grime 2 wurde auf der Gamescom 23 vorgestellt. Oh, das ist mal komplett an mir vorbeigegangen. Und dann bin ich wirklich froh drum, dass es diese gute Nachricht jetzt doch noch zu mir geschafft hat. Grime war toll. Also es gibt echt viele Metroidvanias, die so ein bisschen Souls inspiriert sind. Und das zählt wirklich zu den Besseren. Ich habe eine Videoreihe gemacht und es fast durchgespielt. Fast. Nicht ganz, aber fast. Zombie Smithing 4. Wir brauchen die normalen Dreier, wenn dann überhaupt. Okay, erstmal wirklich tatsächlich. Ei. Ei. Das Ding. Unglaublich. Kommst du von dem Baum runter? Danke. Eine Fortsetzung von Hollow Knight. Ja, da gibt es immer noch keinen Release-Termin. Silksong, schon sehr, sehr lange angekündigt, sehr lange in der Entwicklung. Und das ist das Metroidvania, auf das ich mich am meisten freue. Weil das im Grunde, das ist mitunter eines der besten. Also Hollow Knight. Ja, grandios in jederlei Hinsicht. Atmosphäre, Story, Level-Design, Kampfsystem, Bosse. Das Ding ist legendär gut. Viel angenehmer ohne die ganzen Iron Maidens. Wohl wahr, das wollte ich gerade sagen, ey. Ich hab's gedacht und das ist ausgesprochen. Uah! Himmel! Ah, schön. Was kommt eher, der DLC zu Lies of P oder Elden Ring? Schwer zu sagen. Also, der DLC von Elden Ring ist ja schon länger in der Entwicklung und die Ankündigung davon ist auch schon, oh Gott, auch schon länger her. Insofern, es könnte ein knappes Rennen werden. Kommt nächste Woche Videos zu Wulong? Ja, das ist auch schon gedreht. Ginger Tee, guten Abend. Also die ganze Zeit alles hier mit verschlossenen Türen, hinter denen überall Orte der Gnade normalerweise warten.
fand ich den letzten Boss von Lies of P? Noch nicht gespielt. Das Finale fehlt mir noch. God of War Ragnarok gespielt und als eines der meiner Spiele des Jahres damals, also 2022, abgespeichert. Die beiden God of War Spiele sind, gehören zum Besten, was die PS5 zu bieten hat. Grandios in jederlei Hinsicht. Das sind so für mich so 95-Plus-Spiele. Ist der dritte DLC wieder fairer oder wird das noch schlimmer? Also ich habe zumindest in der ersten Folge, da bin ich aber auch, die haben die Level-Voraussetzung, die ist niedriger als das Ende vom DLC 2. Und das merkt man auch. Also, ich meine, nach der Boss am Ende von DLC 2, der ist sowieso nicht mehr zu toppen in Sachen Anspruch. Also ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Wie weit bin ich in Lords? Wie gesagt, nicht weitergespielt, tatsächlich. Also nicht so viel weiter, wie die Videoreihe gerade ist. Dafür ist jetzt der Urlaub da, dass ich da mal ein bisschen wieder weiterspielen kann. So, der Hund, der hat mich ganz schön erschreckt, muss ich zugeben. Der hat eine ganz schöne Jump. Wo ist er denn? Da oben. Hi. Hi. Not a good boy. Wer brüllt da so? Oh. Wo kommt denn der jetzt her, der Riese? Bei Lies of P steht der Boss nach Laxasia als nächstes an. Genau. Noch eine Golden Seed. Jetzt haben wir es dann maximiert, ne? Nein, kein Rollis. Hier. BVB, cool, dich mal auf Twitch gefunden zu haben. Du hast mir mein Leben gerettet beim Zocken von Elden Ring, meinem ersten Souls-Game. Sehr schön, das freut mich. Und schön, dass du da bist. Eine Riesenüberraschung, ja, buchstäblich. War's das hier? Das war's hier. Die wuscheligen Riesen, wo die rumlaufen, ich glaube, die sind vom Berggipfel der Riesen. Da sind die doch unterwegs, oder? Unter anderem. Im Zweifel vielleicht auch als Dungeon-Mini-Boss. Schneefeld, ja. Plonk. Ah, ja. Genau. Leiter. Goldene Rune 3. Ist hier sonst noch auf dem Dach? Hier kann man sich in den Raum mitten reinfallen lassen. Das ist keine so gute Idee. Vermutlich auch deshalb, weil das deutlich schwerer werden könnte, als es in der Vanilla-Version der Fall ist. Wie finde ich, dass sie in Lord so viele Bosse recyceln?
Da dezent anstrengender als in Dark Souls oder in Elden Ring, weil das so schnell hintereinander passiert. Da wird ein neuer Miniboss eingeführt und 5 Meter weiter ist der Miniboss dann künftig ein Standardgegner. Das finde ich ein bisschen zu knapp und zu hochfrequentiert, persönlich, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Weil die Bosse sind in der Regel ja echt cool und wenn man die dann häufiger als normale Gegner bekämpfen soll, warum nicht? Das ist jetzt nach hinten raus, ne? Genau, okay. Oh. Oh. Ey, diese Kerle-Mistviecher, diese Riesen. Cheater. Das Teil ist. Oh. Du stellst dich hin und. Geblusch, geblam, kaputt. Hammer. Oh, das Ding macht so einen Spaß. Ey, von euch gibt's hier echt viele. Alle dem Haus Vulkan beigetreten, ne? Aber alles ist mir lieber als diese Bloodborne-Bodenkriecher. Also die Viecher, die einen hier so anspringen und die wirklich frisch aus Bloodborne kommen könnten. Lass das. So, da geht's weiter, ne? Ja, genau. Na, uiuiui. Der war gut. Den hast du dir verdient. Den Knutscher. Axt-Talisman. Ich lasse mich ungern überraschen, deswegen kurz ein Safety hier. Auch wenn hier der Ort der Gnade ist. Aber dann haben wir den kleinen Kreis jetzt wenigstens geschlossen. Jetzt geht es nur noch hier außen rum. Redman, Main Nightlake Greaves. Wer lesen kann. Goldene Rune 4. Okay. Dann wieder zurück nach oben. Ich habe mich gerade verlaufen. Stopp. Hier. Ich muss ja noch in das Dorf unten rein. Santo, guten Abend. Bin schon ein bisschen zu weit gelaufen. Das habe ich ganz vergessen, dass es ja noch das Dorf da unten gibt. Und die Dächer muss ich nochmal abgrasen. Mit dem blöden Sprung, ja. Ach du, der vorhin auf dem Baum standest, genau. Gut, also jetzt hier systematisch. Hör auf, mich ständig zu beschießen. Lass das. Lass das. Zu dir komme ich gleich. Du stehst echt gut da, muss ich sagen. Das ist für mich das schlechteste Spiel des Jahres. Ich halte mich nicht mit schlechten Spielen auf. Die spiele ich erst gar nicht. Deswegen erlaube ich mir auch kein Urteil darüber.
So. Ah, Fledermäuse. Ha! Okay, Ja. Wo ist dieser blöde Magier? Auf jeden Fall ist da doch jetzt... Ja genau, hier ist ein Item. Sacrificial Axe. Mirage habe ich nicht gespielt. Same Grund. Open World, Ubisoft. Und weil Assassin's Creed für mich schon lange nach Origins seinen Reiz verloren hat. Jetzt gehen wir nochmal hoch auf die Dächer. Berieselung neben den Chalice Dungeons. Ja, das glaube ich. Sage mal. Ja, zu dir komme ich jetzt. Au, au. 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 Hey, du alter Sniper. Diese Raya Lucaria Magier, das sind echte Nervbratzen. Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt holen wir uns den Burschen. Ah. Nein! So. Es wird. Goldenes Item. Das, meine lieben Damen und Herren, könnte aber eventuell... Wobei, worauf... Was hat die für Schadensattribute? Wo ist sie? Da. Ah, Glaube. Das ist eine Glaubenswaffe. Bleah. Ah, ui. So, jetzt aber. Fire Prelate Armor. Haben wir jetzt hier auf dem... Ich habe jetzt da noch eine Ratte gesehen, eine Riesenratte. Ist da auch noch was auf dem Dach hier? Schauen wir mal. Hä? Okay, das war eine spektakulär gescheiterte Drop Attack. Nein, nicht schon wieder runter. Muss ich das Skelly dann zum dritten oder vierten Mal umhauen, bis es endlich komplett tot ist. Daniel glaubt nur an Stärke. Ja. Eine Mischung aus Stärke und Geschicklichkeit. Ich bin so ein Quality-Build-Spieler. House Flipper 2. Ich habe House Flipper 1 und das hat ja so viele Add-ons bekommen. Ich habe jetzt nicht alle gespielt, um Gottes Willen. Aber House Flipper 1 war echt mal so ein bisschen gespielt und das ist auch so ein oddly satisfying Spiel. Also unfassbar. Und ich glaube in Teil 2, ich werde mir mal ein bisschen Gameplay angucken. Ich glaube, das könnte ganz, ganz spannend werden. Ich finde dieses Genre faszinierend und es ist so erfolgreich. Es gibt ja so viele Ableger von anderen Entwicklern, wo alles geflippt wird. Von der Burg über Autowerkstatt und also irre. Avatar hat eine 81 bei der GameStar. Ja, aber das ändert nichts daran, dass ich so ein Spiel nicht mag. Also Fußballmanager räumt 90er Wertungen ab. Würde ich nie in der Leben mit der Beißzange anfassen. Waldfee, das freut mich.
Falls du dann auch selbst damit nachspielst, viel Erfolg und viel Spaß damit. Goldene Rune 10 gleich 8 Stück bekommen, im Ernst? Das habe ich gar nicht gesehen. Das war dann aber auch echt mal... Inventory. Wow. Hausflipper ist, hey. Das ist ein Spiel, wo man heruntergekommene Häuser kauft und aus der Ego-Perspektive renoviert. Du putzt den, du räumst den Müll raus, du putzt die Böden, die Decken, die Wände, die Fenster, du streichst neu, du kaufst Möbel, richtest sie ein und dann verkaufst du das Haus weiter. Mehr ist es nicht. Aber es ist faszinierend motivierend. Wer macht... schon wieder so ein Wikinger? Wie in den Fernsehserien. Ungefähr, ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube, der Pizzakutter wird uns eine Weile lang tragen, ey. Der ist, der macht ja hier aus allem Hackfleisch. Houndbolt. Jetzt kommt noch dieser legendäre Sprung. Wie viel Fledermäuse hier überall? Ich meine, es passt irgendwie in das Setting, aber... Aber eine zweite, schnellere Waffe schadet trotzdem nicht für manche Boss. Das ist richtig. Absolut richtig. Da kann ich nichts dagegen sagen. Okay. Juhu. Aber da unten wollen wir eh hin. Ah! Oh. Oh, nein. Ah, das ist aber hier eine... Das ist aber eine Kombi hier. Wow, au, 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 wow! Autsch. Oh, shit. Nicht so gut. Gar nicht gut. Ah... Wow. Wir können den Sprung jetzt nochmal probieren. Was liegt da normalerweise? Ein, ist es ein Runenbogen? Ich glaube, es ist ein Runenbogen. Relativ sicher. Und Zuchtuli, dankeschön für dein Follow. Ey. Wow. Ganz vergessen, wie viel hier los ist normalerweise. Autsch. Take two. Mit unten rennen wir dann durch alles durch. Das ist ja ein Horror da unten. Ah. Kann ich verkraften, den ich eigentlich sage. Ja, das ist richtig. Das ist zwar ein schönes Geschenk, aber ist jetzt nicht kriegsentscheidend.
Ich bieg immer zu. Oh. Egal. Das sind halt hier unten normalerweise alles nur Potboys, die hier da rumrennen, kleine und größere. So hast du jetzt hier natürlich den absoluten, die absolute Horrorkombination. Ah, das nächste Mal muss ich mal noch am Ort der Gnade daran denken, mal zu gucken, ob ich schon genug goldene Saaten habe für die letzte Flasche. Oder habe ich schon... Ach, ich habe ja schon das Maximum. Ja, ich würde auch gerne meine Runen wieder haben. Das war jetzt schon Level Up. Mal sehen. Was lässt du eigentlich immer so fallen? Oh. Ah. So, jetzt beim dritten Mal klappt's doch, oder? Also. Und alles für Dragon Won't Grease. Ups. Eigentlich wollte ich da nicht hin, aber naja gut. Panic Roll. Es ist ja echt die harmloseste Lava der Spielegeschichte, oder? Welches Spiel würdest du als deinen Einstieg ins Gaming bezeichnen? Ich glaube die. Das habe ich in der letzten Woche schon erzählt. Ich habe damals mit 5 Jahren mir ein NES geleistet und da war Ice Climber dabei. Das war so der erste Einstieg in die Videospiel. Ins Videospiel-Hobby und wirklich der Funke übergesprungen ist dann ein paar Jährchen später mit meinem Super Nintendo und Street Fighter 2. Ich habe die Wundfette selten benutzt tatsächlich. Ich bin echt nicht so der Consumables-Typ. Ich lasse damit vielleicht viele Chancen ungenutzt, mir das Spiel ein bisschen leichter zu machen. Aber irgendwie. Wo ist der Unterschied und Anreiz zum eigentlichen Spiel? Tatsächlich, dass im Grunde. Ich kenne das Spiel literally in- und auswendig. Welche Gegner, welche Bosse, wo warten und auch die meisten Items und so weiter. Und dadurch, dass die Items, die Gegner und die Bosse komplett durcheinander gewürfelt sind, ist es nochmal ein komplett frisches Spielgefühl. Also dass zum Beispiel beim Ahnengeist, ja, bei einem Ahnengeist in Siofra unten, stand plötzlich Radagon. und so. Also das ist schon lustig. Jetzt lass mich doch mal hier. Hey. Okay. Dort wird man sehr schnell auseinandergenommen. Wenn du Gegner umhast, wird es einfacher. Die Kombination ist es halt. Und dass ich so wenig Platz habe zu manövrieren. Ich habe ja vorhin versucht, gegen die zu kämpfen. Das war nicht so von Erfolg gekrönt.
Wir versuchen es mal. Mal gucken, ob wir da irgendwie einen Blumentopf gewinnen. Was für ein Level bin ich? Müssen wir mal schauen. 90. Aber das zählt in so einem Randomizer nicht wirklich, weil der Anspruch der Gegner und Bosse ist nur bedingt an das jeweilige Gebiet angepasst und skaliert. Okay, langsam den Dreh raus. Oh Gott. Also Jungs. Who wants to be the first dead guy? Ja, komm mal einzeln, komm. Danke. Nein, nein, nicht dein blöder Frosthauch. Komm jetzt her. Ey. Ja, wenn man gegen die kämpft, wird's einfacher. Dieser Typ, ey. Irre. Und nur wegen dieser zwei Items, die da unten liegen. Letzter Versuch. Sonst wird's langweilig. Ja, hier ist echt was los. Au. Seppu. Dankeschön. Für das Following. Du stehst im Weg, deswegen musst du sterben. Miramax! Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Schön, dass du da bist. Wenn er den Frosthauch macht, komme ich schnell an ihm vorbei, das ist gut. Sombersmithing 6. Jawohl, das hat sich doch rentiert, oder Leute? Hat sie. Auch dir einen schönen guten Abend. Hep. Das ist ein blöder Sprung hier. Lupatus! Vielen Dank für das Lob. Fledermäuse, die nicht fliegen können. Wir haben es, ne? Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es wirklich. Dann können wir jetzt... Ey. Warum komme ich jetzt gerade hier nicht weg? Der Bot ist im Feierabend schon. Ja, der hat gemerkt, dass der Chef nicht da ist. Dann hat er sich weggestohlen. Der Lump. Fallout 70... Nee, habe ich nicht gespielt. Der schlechte Ruf eilte ihm voraus, dass ich gesagt habe, nee. Und ich war auch tatsächlich nach Fallout 4 ein bisschen Fallout müde, denn ich fand Fallout 3 ganz, ganz fantastisch und dann hat mir Fallout 4 nicht wirklich viel Neues gebracht. Und dann habe ich gesagt, die Marke ist gerade für mich ein bisschen langweilig geworden.
Gut, dann holen wir uns den Boss, der als Ersatz für den Godskin wartet, da oben. Ja, Leute, alles gut. Don't mind me. Ah, da hast du ihm aber Schnellbeine gemacht, du. Meine Herren. Miramax Peitsche. Will ich nicht spüren. Alles klar, hier kann alles passieren. Statt dem... Oh. Er ist das Ding. Wie heißt der Drache am Ende von Fias Questlinie? Ist er das? Der hat nicht so viel Platz da drin, ne? Das ist nicht Midir. Das ist ein kleiner Midir. Fortisax. Das ist Fortisax, oder? Weil als eigentlicher Drachenboss gibt es ja nur ihn. Bei den Drachenlord, den haben wir schon bezwungen, der sieht ja auch anders aus. Das ist Fortisax. Ja. Der hat keinen Platz hier. Das wird nicht gut für ihn ausgehen. Ich habe allerdings auch nicht viel Platz. Schaut mal! Der Weg ist halb geebnet. Keine artgerechte Haltung für den Drachen, finde ich auch. Muss ich auch so unterstreichen, finde ich auch nicht gut. Haben wir das zweite vielleicht schon? Nö. Schade. Okay, aber ey, das war schon mal gut. Weil, also. Ist hier in dem Raum... Hier ist ja noch der Aufzug. Den wir von der anderen Seite bedienen dürfen. Aber das ist jetzt erstmal Level Up. Entschädigung dafür, dass meine anderen 70.000 Runen da unten irgendwo rumliegen. Wir müssen wir ein bisschen nachziehen. Je weiter wir im Spiel voranschreiten, sollten wir früher oder später irgendwann mal bei 40 landen, damit man entspannt spielt. Okay. Gehen wir auf den Pontiff Sullivan Gedächtnisaufzug. Das ist nämlich tatsächlich ein Rip-Off hier von der Kathedrale von Pontiff. Ein bisschen kleiner, aber dasselbe Layout. Mushroom.
Lustig ist, Fortisax ist im Grunde ja auch ein Endgame-Boss. Wir haben jetzt echt, bis auf Malenia, haben wir alle Endgame-Bosse umgehauen. Also, Horalu ist platt, Radagon ist platt, der Feuerriese ist platt, Maliketh ist platt, der Bestienkleriker ist platt. Wir hatten noch nichts aus dem Early- oder Mid-Game. So konkret. Eldenbestie, die fehlt noch, ja. Die sehe ich aber mehr so als Gimmick-Boss und nicht als wirkliche Boss-Herausforderung tatsächlich. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo sich irgendwer versteckt tatsächlich. Das ist ja das Große, die große Überraschung. Ich habe keine Ahnung, wo was wartet. Horalu erste Phase ist allerdings nicht schwer. Die echte Loretta fehlt noch, das ist richtig. Renala fehlt noch. Godric. Rykar zweite Phase. Außerdem, wir hatten auch noch Ding noch nicht. Radahn. Margit fehlt noch, ja. Steht nur einiges aus. Als ich hier das erste Mal hochgelaufen bin, dachte ich ja tatsächlich, hier ist jetzt dann der Boss. Hier ist dann irgendwie sowas wie Old Iron King, keine Ahnung, hier Dark Souls 2. Das sah so aus wie eine Boss-Arena. War es dann aber nicht. Rykar, zweite Phase in einem engen Gebiet. Ja, oder Radahn in einem engen Raum. Morg, der echte Morg, eben. Ja, der fette Morg. Ah. Ja, auf. Oh, Moment, warte mal. Da ist doch hier... Nee. Hi. Hallo? Das ist mit dem Aufzug, ne? Ja, genau. Okay. Goldenes Item. Ich liebe goldene Items. Komm her. Oh. Diese ganzen Fledermäuse heute hier. Oh Gott. Hol mir das Item. Die Bosse können nicht random an jeder Ecke auftauchen, denn die Gegner wurden durch Gegner ersetzt. Die Minibosse wurden durch Minibosse ersetzt. Und die Hauptbosse wurden durch Hauptbosse ersetzt. Also es kann nicht sein, dass jetzt hier um die Ecke irgendwo Malenia auftaucht, sondern sie taucht in einer Boss-Arena auf. Besonders spannend ist sowas natürlich in einem Bosskampf, der von From Software als zwei Bosse definiert ist. Das Godskin-Duo in Farum Azula zum Beispiel. Kann man dann das Pech haben, dass Malenia und Radahn auftauchen. Das heißt Aperol Spritz heißt das Dingens. Ja, das mit der Schnecke als Ersatz für den Lindwurm, das war ein bisschen strange tatsächlich. Habe ich auch nicht so ganz kapiert. Jay White! Dankeschön! Na, wir schießen... Nein!
Komm nicht mit einer Armbrust zu einem Kampf gegen den Pizzakutter. Da ist der Aufzug. Blonk. Ganz klassischer Aperol Spritz. Also, wir machen das immer ein bisschen XXL-Style. Also, das ist ein großes Rotweinglas. Wir machen davon zwei. Das heißt, eine komplette Sektflasche passt verteilt auf beide Gläser. Und der Rest wird dann aufgegossen mit Aperol und halt natürlich Eiswürfeln. Und that's it. Ganz klassisch. Völlig schnörkellos. Wie schmeckt Aperol? Naja, ist halt ein Bitter. Oh. Ihr zwei auf... Ah, du hast mich gesehen. Sehr schön. Haha, das ist gut. Komm mal her. Komm. Und plonk. Kadlusch. Kablam. Katschonk. Ja, als Gin-Tonic-Fan dann... Ja, da bist du mit einem Aperol-Spritz. Das ist ähnlich herb. Ist da unten überhaupt was? Jetzt ist was. Darunter gehen wir gleich noch. Ich räume hier erstmal hier auf, sonst nerven die mich alle noch. Gin Tonic ist aber auch eine Wissenschaft für sich, bei den unterschiedlichen Gins, die es allein schon gibt und dann auch noch Tonic Waters, wo auch tatsächlich, wo man schon fast ein Sommelier sein müsste, um die ganzen Unterschiede zu kennen und die Kombinationsmöglichkeiten optimal nutzt. Allein schon Gins sind ja so unterschiedlich in den Geschmäckern, das ist faszinierend. Oh nein. Standardgegner, die ich sehr hasse. Hier löscht nicht. Oh Gott, der Raum unten mit den 5 Basilisken oder wie viele das sind. Das kann ja auch nur schlimm werden. Wo ist er da? Absolution. Oh, hab ich schon gehört. Ja, mit Absolution habt ihr da einen absoluten Experten. Was sowas angeht. Mit Edelspirituosen und so weiter. Und was man da kaufen sollte und was man lieber nicht kaufen sollte. Oh, wow. Wolfi, komm mal raus. Sind mit Rotwein. Ja, Weine schmeckt auch hier. Ja, eben, das ist die Sache, Weinkenner zu sein, Sommelier zu sein. Und das ist ja also eine uferlos komplexe Geschichte. Finde ich auch sehr faszinierend. Also auch schon häufiger mal so in Nobelrestaurants, mehrere Gänge-Menüs gehabt mit Degustation dazu, also mit Weinbegleitung, wo dann die Weine an sich schon einfach echt lecker waren auf ihre Art und Weise, aber dann zusammen mit dem jeweiligen Gang dann nochmal ein anderes Level entwickelt haben. Es ist wirklich grandios faszinierend. Oh! Aus Vulkan neigt sich dem Ende langsam aber sicher. Und den mag ich auch nicht. Okay.
Also wie ist es jetzt, also ich habe es ja am Anfang des Streams schon mal ein bisschen angekündigt, auch für dich, Miramax. Wie ist denn so generell jetzt aktuell, jetzt wo wir hier gerade so schön zusammensitzen und über alles Mögliche quatschen, wie ist denn so generell die Stimmung? Nach jetzt 12 Wochen Elden Ring, wir haben ja wirklich noch wahnsinnig viel vor uns. Also wir werden da bestimmt, würden wir weitermachen, bestimmt noch ein weiteres Vierteljahr damit uns beschäftigen. Ob wir das tun oder ob wir dann zum Neujahr das Projekt stehen lassen, sagen, das war cool, aber wir widmen uns jetzt vielleicht dem Lore-Run von Dark Souls 3. Mir ist es persönlich schnurzwumpe, ich würde die Entscheidung komplett euch überlassen und werde dann zeitnah auch eine Umfrage, wie gesagt, starten, aber schon mal generell so ein Stimmungsbarometer würde mich mal interessieren. Ich werfe einen eigenen Elden Ring Streaming-Tag am Dienstag und neue Projekte am Freitag. Ah, das ist raffiniert. Oi! Wow, Pyromant. War eine fiese Kombination hier. Wöchentlich wechseln. Die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Tatsächlich. Würde sich jetzt das so ein bisschen ausgehen und die Stimmen gleich verteilt werden auf die beiden Spiele, dann wären abwechselnd vielleicht tatsächlich sogar noch das Sinnvollste. Scarlet Rod? Wo kommt die her? Du! Okay, den Seitenbereich hier noch. Oh, dann kommen wir doch so wieder zurück in den Hauptbereich. Weil das immer noch nichts ändert an der Tatsache, dass wir den verdammten Schlüssel nicht haben. Hier runter, ne? Genau. Ob ich darauf Lust habe, das ist, wie gesagt, ich habe auf beide Projekte extrem viel Lust. Mir ist es tatsächlich da, klingt es böse als gemeint, ist aber wirklich Schnurzwumpe. Convergence ist noch lange nicht so weit, nein. Und tatsächlich würde ich auch, was Elden Ring angeht, dann erst auch mal wieder eine Pause einlegen. Das braucht's immer. Oh. Weil sonst überreizt man schnell das tolle Spiel. Stone Sword Key. Den habe ich oben geopfert, jetzt habe ich ihn wieder. Das ist sehr nett. Dankeschön, Randomizer. Oh, da unten wird es jetzt aber auch gefährlich, glaube ich. Die ganzen... Wir lassen uns mal runterfallen und gucken, was passiert. Schauen wir mal, was wird.
Da oben, da geht's rauf, ne? Hallo Alex. Okay, die Scarlet-Fäule, die hole ich mir jetzt mal ab. Und die goldene Rune. Yay! Super Sache. Inventory. Will ich Stalker 2 spielen? Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Shooter muss schon sehr speziell und außergewöhnlich sein, damit er mich interessiert. Ey, mein Stalker hat das Potenzial dafür, aber ich weiß es noch nicht. Oh, hi Patches. So, Purchase. Was haben wir denn? Oh, Blasphemous Claw. Er verkauft einen. Den nehmen wir mit. Das ist der erste Händler, der mir diese Scheißdinger verkauft, ey. Meine Güte. The day before, hey, wenn das nicht außergewöhnlich ist. Ja, außergewöhnlich katastrophal, ja. Kein Interesse daran. Ich kann 40 Euro auch anders versenken. Gut. Wir haben es jetzt. Jetzt fehlt nur noch der Boss. Ja, ich habe keinen Schlüssel. Gute Frau. Habe ich fürs Spiel schon fürs nächste Jahr im Auge? Oh ja, ja, ja. Mir fällt nur gerade nichts ein. Der erwischt mich da gerade auf den kalten Fuß. Deswegen habe ich eine Wunschliste auf Steam, damit ich mir das nicht merken muss. Gollum, ja genau. Das ist genau das gleiche Problem. Nie und nimmer. Guest Hall. Jo. Nee, Steam hat den Verkauf von The Day Before jetzt gecancelt, gesperrt. Geht nicht mehr. Aus gutem Grund. So, dann müssen wir jetzt wieder zurücklaufen. Ach, Quatsch, nein, ich... Im Survival-Bereich wird der Frühling auf jeden Fall für mich interessant, weil die im März oder Februar, März wird Sons of the Forest den Early Access verlassen und in der Version 1.0 erscheinen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen. Dasselbe trifft auf Aloft zu, wo ich schon mal im Early Access reingeguckt habe und es ganz, ganz toll fand. Oh ja, genau, das neue Team Ninja Spiel kommt auch schon im Frühling. Ich habe den Namen vergessen, aber ist ja auf den Video Game Awards vorgestellt worden und hat schon. Warum bin ich nicht mit dem Aufzug gefahren? Und hat echt, das sah einfach aus wieder wie Team Ninja, ne? Das Jurassic Park Survivor Spiel, das hat mich auch gecatcht, weil das so dermaßen nach dem ersten Film ausgesehen hat. Unglaublich, also. Verbeugung vor allen Fans. Hammer. Arsch.
Gut, jetzt können wir Wetten abschließen, wer bei Rykard wartet. Und ich bin mal gespannt, ob hier tatsächlich auch dann die zwei Phasen mit zwei unterschiedlichen Bossen gewertet wird. Ich denke ja, weil das ist eine Zwischensequenz. Also wir werden es jetzt wahrscheinlich mit zwei unterschiedlichen Bossen zu tun bekommen. Aber... Malenia Eldenbeast. Uch. Ich habe auch tatsächlich für die erste Woche des neuen Jahres habe ich auch schon ein neues Survival Game auf dem Schirm, worüber ich jetzt noch gar nichts verraten möchte. Aber das hat mich selber auch überrascht, die Existenz. Und ich muss es jetzt mal noch ein bisschen intensiv spielen für ein First-Look-Video mindestens. Also, weil auch in letzter Zeit immer wieder gefragt worden ist, hey, wann geht's mal wieder ein kleines bisschen mehr Survival? Und jetzt hatte ich ja zuletzt den First Look von Sunken Land. Also, da wird es demnächst wieder ein kleines bisschen mehr Gewicht in die Richtung geben, weil Lies of Peace kurz vor dem Ende, Blasphemous 2 ist kurz vor dem Ende. Mit Lords of the Fallen werden wir uns noch eine Weile beschäftigen. Aber wie gesagt, dann die großartigen Souls-Likes im Herbst sind halt irgendwann mal durchgespielt, ne? Und dann kommt Neues. 35, jawohl. So. Das kriege ich nicht. Oh, doch, warte mal. Oh, warte mal. Mit dem Kleinkruschtier. Jawohl. Wie viel brauchen wir? Das war's, glaube ich, oder? Yes! Gut, dann wieder auf Schaden. Okay, also. Lang genug rumhantiert. Wenn es da drin der Schlüssel liegt, dann... Ah, Renala! Hi! Wo ist... Warum liegt hier das Schwert nicht? Oder das Item für das Schwert nicht? Hm. Ja, Renala. Das ist jetzt die zweite Phase. Das heißt, sie ist sehr magisch. Kann jetzt ziemlich schwierig werden. Mal sehen. Ob ich sie. Ich kann sie eigentlich gut staggern. Die Waffe ist wunderbar, um sie zu staggern. Piu, 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 piu. Ja, ja, das. Ja, genau, das Schwert habe ich schon, aber es hätte ja sein können, dass das Item jetzt hier ausgetauscht wird durch ein anderes. Das hätte sein können. Ich probiere mal was. Pizzakarten? Wir probieren Pizzakarten.
Ah, zurückweichende Gegner. Die. Verzweiflungsboss in Elden Ring, verständlich. Benalla kann ganz schön nerven. So richtig nerven. Wollen wir uns einmal together anhören? Einmal hören wir es uns an. Das muss sein. Skellish, guten Abend. Kein GG, das war erst die erste Phase. Wer weiß, wer jetzt wartet. Danke, Leute. Da ruckelt die Zwischensequenz halt immer noch. Die ruckelt immer noch. Das ist bei jedem Schnitt so ärgerlich. Riker, zweite Phase hatten wir schon in der Arena von Radahn. Ach so, nee, die hatten wir noch nicht. Das war die erste. Ah, herrlich. So. Oh. Das ist ja jetzt ein bisschen einfacher. Ah, das ist der zweite. Der stärkere. Oh. Kaplong, Kapling, Kaplusch. Smoldering Butterfly. Ash of War Storm. Lost Ashes of War. Veteran's Helm. Danke, GG's. Level up. Mehr Schaden. 12.000 brauche ich noch, das kriege ich hin. Wichtige Schadensschritte nach vorn. Okay, ich hole mir jetzt kurz die Karte da oben, weil das nervt mich tierisch, dass ich die nicht sehe. Heute wird der Stream so roundabout bis 9. Die normale Zeit, tatsächlich. Oh. My thanks. You, it's true. No, defeat is until then. I will leave. I suggest I will miss the champion who I always want. Jetzt ist sie doch. Ist sie doch jetzt im Boss-Areal? Und futtert sich an Rikard satt? Bah.
Oh, allow me, so. Our Lord, dear, I wish one day. So, wer kommt jetzt? Ah! Ja. Schmelzsiegelritter durch Leyndell-Ritter ersetzt. Oh. Ja, das ist immer diese Panic Roll-Verzögerung. Old Fang! Gut, jetzt müssen wir gemeinsam. Jetzt müsst ihr mir helfen. Oh. Ein paar der Todesvögel und Nachtritter. Achso, wobei ich wollte jetzt kurz noch die Karte einsammeln. Patches. Todesvögel, wo ich jetzt gerade auswendig einen auf der Halbinsel der Tränen weiß. Und eben die patrouillierenden Dark Wraiths. Bei Nacht. Wo geht's hier raus? Da. Bei der Karte ist noch ein Schwubbelvieh. Das ist korrekt. Da muss man sich jetzt hier... Das ist ja dann irgendwo ein bisschen außenrum, ne? Ja, genau. In Kaelid. Ja, in Kaelid ist, glaube ich, mindestens einer. Gibt echt viele von denen. Ist hier an der Schräge nicht auch noch ein Item irgendwo? Da, wo die ganzen Puppen, Marionetten. What? Na, okay. Hier oben ist eh noch ein Ort der Gnade. Den ich jetzt nicht finde. Oder ist der dort oben? Da ist das Item. Das Wetter ist hier gerade auffallend bescheiden. Bah. Oh. Softkarten. Sind die Gegner von den Entwicklern eigentlich bewusst platziert oder macht das der Computer zufällig? Die Position ist von den Entwicklern gesetzt. Der Randomizer würfelt nur die Art des Gegners durch, nicht die Position. So, da unten haben wir dann noch einen Earth Tree Spirit. Tatsächlich. Ja, komm, lass mich. Oh, die passt ja hier rein. Wo ist denn der? Down. Ja, du verfolgst mich jetzt bis da runter, oder? Ey! Wer? Ach, das sind diese Dragonkins, oder wie heißen die? Dragonkins, genau.
immer genau in meine Heilung rein. Lowford Picker. Ja, super auf dem Pferd zu kämpfen, ja. Thatcher, gleichfalls, gleichfalls, gleichfalls. Dankeschön. Gut. Also, wir fangen von vorne an. Und zwar ist der erste... Ich weiß gar nicht, ob ich den schon bezwungen habe, der hier auf der Brücke. Da. Eventuell haben wir den schon gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher. Welche Seite würdest du empfehlen, wo man einen guten Gaming-PC zusammenbauen lassen kann? Ich habe meine beiden letzten Gaming-PCs beide bei One.de gekauft. Da kannst du dir deinen Computer zusammenstellen und dann gibt es tatsächlich, wenn sich irgendwas beißt oder keinen Sinn ergibt, dann melden die sich diesbezüglich auch und sagen, nee, das ist blöd, mach das lieber so. Hat mir eigentlich ganz gute Dienste geleistet. Oh, schau mal. Geil. Ah, die Sith Lords. Okay. The damage is real. Dexterity Knot, Crystal Tier. Leonia ist ein Todesvogel beim Sturmhügel. Ich gehe jetzt erstmal kurz zum hier, gleich am Anfang. Ist ja der Todesvogel, da wo die Goldene Saat ist. Gerade apropos Goldene Saat. Und hier ist ja auch einer, aber den haben wir bezwungen. Den haben wir schon kaputt gemacht. Ja, nee, meine Flaschen sind maximiert. Ich brauche jetzt einfach nur noch Tränen. Ist noch Nacht? Gehen wir auf Nummer sicher. Vierzehn ist Maximum, nicht 12. Oh. So, hier. Haben wir hier gegen was gekämpft oder nicht? Scheinbar ja. Okay, da ist auch aus dem Weg geräumt. Ja, da ist irgendwas auf mich aufmerksam. Immer noch. Oh. Gib mir die Karte.
Muss ich jetzt echt bis zum Ort der Gnade zurückreiten? Okay, naja. Dann weiß ich, hatten wir hier auf der Halbinsel der Avatar nicht stehen lassen? Oh, wir haben hier auf jeden Fall, schau mal, wir haben hier einen Totenkopf. Wir haben hier ein Siegelgefängnis nicht gemacht. Nehmen wir doch das. Haha. Ah. Die ganzen Händlerhütten bei Nacht haben wir noch gar nicht gemacht, tatsächlich. Also da kann man ja zum Beispiel, das können wir jetzt weghauen. Remove. So. Todesvögel gibt es 4 und Todesritenvögel auch. Ugh. Leonia, ich habe hier bei der Schlacht auf der Straße die... Wie jetzt gerade, warte mal. Ah, da. Alles zu low für meinen Pizzakater. Ja, das ist wahr. Es ist noch Nacht, oder? Wir machen trotzdem. Weil da unten in der Schlucht ist ja auch ein... Nachtritter. Und ihr habt jetzt gemeint, hier irgendwo im Sumpf gibt's einen Todesvogel. Ich weiß, dass es da einen gibt, ich weiß nur nicht genau wo. Ich mach gleich die Karte auf und dann können wir uns dahin manövrieren. Oh. Ja. Holy Grease. Also, der Todesvogel. Ich habe jetzt hier meinen Cursor auf dem Shack, wo der Typ seine Garnelen kocht. Wo ist der Todesvogel? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nordwestlich vom Fernglas. Da bin ich gerade. Viel weiter südöstlich. Der Vierraum ist da ja nicht, ne? Also zwischen Shack und Fernglas. Die NPCs sind dieselben tatsächlich. Die werden nicht da. An dem Trümmerteil. Okay. Dann gucken wir uns das mal an.
Wir wechseln nochmal auf die Nacht, nur um sicher zu gehen. Und dann reiten wir da mal hin und schauen wir mal, was wird. Ah. Interessant. Das ist ein komischer Zufall. Oder der Randomizer schert sich nicht um die Todesvögel, aber das fände ich komisch. Dann ist es, glaube ich, eher ein doofer Zufall. Weil das ist ja auch einer, der kann sowas nicht hier, ne? Die Dunkelmagie. Das ist ein stärkerer, die stärkere Version. Das ist so einer, der auf dem Schneefeld auftaucht. Todesritenvogel, genau eben. Okay, Leute. Jetzt mal ganz unter uns. Also Leonia, das ist, glaube ich, der einzige Dunkelritter, von dem ich weiß, der Todesvogel da unten. Raya Lucaria ist noch ein Reiter. Über Raya Lucaria. Wo denn genau? Altos Plateau. Da waren wir noch nicht. Altos Plateau, wobei Altos Plateau haben wir teilweise gemacht. Noch keine Dungeons oder so, sondern einfach nur auch keine Locations abgeklappert tatsächlich. Das Altos Plateau wäre als nächstes dran tatsächlich. Die Bosse, die nachts auftauchen, sind... Ich weiß nicht, in was für einem Topf die sind. Also die, da hatten wir jetzt auch schon unterschiedliche Sachen. Aber jetzt erstmal hier bei der Finger Lady und wo Bock auftaucht. Oh. Hier. Ja, stimmt. Stimmt. Nur wo genau? Hier auf der Straße? Ja, ich glaube schon. Da vorne ist er, oder? Vielleicht sind die doch in... Oh, wow. Okay, dann kämpfen wir klassisch. Können wir auch haben. Na? Crackpot. Todesritenvogel, Leonia, östliche Torstadt. Ist hier noch irgendwo einer? Nordseite der Torstadt heißt das. Ja, das... Da waren wir jetzt ja gerade hier. Östliche Torstadt hier. East Raya Lucaria Gate. Rechts in den Häusern. Hä? Oh, rechts in den Häusern. Also wir haben in Kälte bei der Kirche in der Nähe. Rechts neben der Insel Raya Lucaria. Hier im überschwemmten Bereich. Bisschen oben. Wir reden hier schon vom Sumpf, oder? Ich habe jetzt hier meinen Cursor. Ich lasse ihn mal still. Links.
Hier? Ungefähr. Schauen wir mal. Oh, Moment. Immer sicher gehen, dass wirklich noch Nacht ist. Da ist auch ein Leuchtfeuer in der Nähe. Oh. Bei der nördlichsten Insel rechts neben Lucaria. Dann machen wir da mal noch eine 2 hin. Und gucken. Vielen Dank für die Navigation. Zed Reapers. Dankeschön. Für dein Follow. Wisst ihr, was mir Sorgen bereitet? Wir haben immer noch nicht genug Runen gesammelt. Also Boss-Runen, um Lucaria, Leyndell zu öffnen. Also die Stadt, die Hauptstadt ist immer noch versperrt. Oh. Ja, aber wir haben da, wir stehen immer noch, ich müsste sie aktivieren, oder? Ich habe 2, aber ich müsste sie, glaube ich, aktivieren. Und das Problem ist, so, jetzt bin ich am Leuchtfeuer vom, Leuchtfeuer aus, da war der Vogel. Oh, da ist er, tatsächlich. Dann werden die ineinander werden die gerandomized. Das ist ja auch lustig. Ist auch so ein Todesritenvogel. Oh oh. Da ist nochmal was. Okay. Ey, ich treffe ihn nicht. So. Halt Level up. Genau. Wow, das hat ordentlich Runen gegeben. In Kelly ist auch einer dazwischen Schloss Rotmähne und der Magierstadt. Ja, es gibt noch einiges, was wir tun können, Eisbär. Alles Mögliche. so. Boah, 6 Punkte. Und nochmal 5000. Was habe ich für ein Bild? Hier. Jesus Wheel und eine bunt durchgemischelte Sache, also Ausrüstung aus allem. Und das ist mein, das sind meine Charakterwerte, meine Attribute. Bleibt nur noch ein Vogel, die restlichen kommst du noch nicht hin. Also hier in Leon, ja? Gibt's noch einen? In Kaelit. Jo, in Kaelit muss ich allerdings auch noch in Kaelit ist, glaube ich, hier auf der Brücke noch der Drache, oder? Nein, keine Magie mit diesem Bild aktuell. Wo ist in Limgrave noch ein Vogel? In Limgrave gibt es einen Vogel?
Warum ist Gedicht ein Geist? Wegen meiner Asche. Hier, rechts, links, unten. Flo und Tisch brauchen ordentlich Magie, damit ich sie wirken kann. Beim Sturmhügel. Ah, stimmt. Navi, danke schön, dass du da warst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wo die Riesen umwandern. Jawohl, da gehen wir hin. Okay, ab zu den Riesen. Vogel? Hier sind auf jeden Fall die Riesen. Haha. Ey, diese Sith Lords, ich liebe sie. Die sind so cool. Poise bis unter den Arsch, ey. Gut, dann schauen wir uns noch bei Bernal vorbei, einfach weil wir hier sind. Aber den haben wir, glaube ich, schon. Ja. Oh, doch nicht. Wow. Au. Das ist eine Mod, ja. Item, Enemy und Boss Randomizer Mod. Alles durcheinander gewürfelt. Gut, dann noch in Kaelit, habt ihr gesagt. Fluffy, dankeschön. So, wo in Kaelit? Ich habe meinen Zeiger hier auf der Drachenkommunions. Der Sith Lord bei der Schildkröte. Oh ja. Stimmt. Hoppa, da. Hier sind überall noch Shacks, aber jetzt gehen wir da mal hin. Die sind wirklich ineinander gewürfelt, also die,
So. Blasphemous habe ich noch nicht durch, nein. Viel fehlt da allerdings nicht mehr. So, Leute, okay. Ich weiß, viel kleinteiliges Zeug, da könnte man einfach ständig weitermachen, aber ich würde es für heute Abend mal sein lassen und uns auf den nächsten Stream vorbereiten, wo wir wahrscheinlich das Altus-Plateau hier mal komplett abgrasen mit den Dungeons, Minibossen und dergleichen, in der Hoffnung irgendwie doch irgendwie einen Weg nach Leyndell reinzufinden. Ja, außerdem haben wir noch Mount Gelmir. Oh je, da gibt's viel zu tun. Och, schoiuiui, diese Burg. Ach Gottchen. Alles klar. Leute, ich bedanke mich vielmals für diesen tollen Abend. Immer eine tolle Freude. Viel Spaß und Dankeschön für die ganzen Follows, für die Abos. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr wollt, dann nächsten Freitag an dieser Stelle geht's weiter. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Und macht's gut.